Hallo und herzlich willkommen zurück zu Franbo. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben. Und ja, ich weiß jetzt, was wir machen müssen. Und zwar gehe ich erstmal wieder hier hin. Und so, zum einen haben wir hier noch ein paar Schläuche übersehen. Oh, das sieht aus wie ein grüner Oktopusschlauch. Ja. So, und dann weiß ich nämlich, was wir hier machen müssen. Und zwar müssen wir hier, oder erstmal mache ich das hier. Und zwar einmal mache ich so. So, dann müssen wir das hier, glaube ich, anzünden. Ja. So, ja, dann kommen wir dazu. Da können wir dann einmal, obwohl bevor wir das dann machen, will ich erstmal nochmal hier schauen, ob wir da irgendwo was haben. Deswegen schaue ich mich hier erst einmal ein bisschen um. Süße Bären, sie halten Händchen. Oh, ja. Was haben wir hier für Katzenpuppen? Für Katzenkuscheltiere. Ich frage mich, ob Edward schwarze Katzen wirklich mag. Tja, wenn ja, dann ist ja gut. Wir haben ja eine schwarze Katze. So. Oh, das sieht nach einem mathematischen Problem aus. Ja, sieht wohl so aus. Aber ich will das nicht lösen. Ich muss andere Dinge tun. Ja, das müssen wir wohl. So, was haben wir hier? Können wir uns einen Tee einschenken? Diese Lampe sieht aus wie eine Teekessel mit Gabeln und Löffeln. Ja, es sieht wirklich so aus. Was haben wir? Irgendwas scheint zu fehlen. Das Schlüsselloch braucht sicher einen Schlüssel. Wir brauchen einen Schlüssel. Kommen wir da hoch. Oh, die Leiter führt zu einer Tür, aber sie ist zu. Was haben wir? Viele Dinge zum Ansehen. Ich glaube, davon brauche ich nichts. Ich frage mich. Oh, was fragst du dich? Okay. Ja, dann nehmen wir erst einmal die Pillen. Die Schwestern sind irgendwie zurück. Und die eine grinst so creepy. Und die haben den Schlüssel. Seid ihr hier, um Edward zu töten? Hallo, warum sprecht ihr nicht mit mir? Tut mir leid, was ich getan habe. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Okay. Ich möchte den Schlüssel gerne haben. Oh. Ich wusste nicht, dass es so leicht wäre. So leicht gewesen wäre. Aber gut, können wir den Schlüssel dann. Ich mache erst einmal Tipp. Das nervt mich nämlich. Okay, so. Zack. Und einmal zack. In einer Welt aus Dunkel und Licht wollten sich zwei kleine Schwestern ihre Anmut stehlen. Aber keiner der beiden konnte entscheiden, ob was sie taten, war richtig oder nicht. Mia war wütend und Clara war traurig. Weil sie verrückt waren, glaube ich. Oh, verrückte kleine Mädchen. In ihren Köpfen. Edward, das Wesen der Nacht. Er erschien immer in Träumen oder Realität. Lehrte den Mädchen die Pracht der Dualität. Aber was sie nicht verstanden. In Edward einen Freund sie fanden. Edward war die Verbindung zwischen Licht und Dunkel. Er war grau. Aber Clara und Mia entschieden sich, Edward ein für alle Mal loszuwerden. Stirb, stirb, sagten sie zum Wesen der Nacht. Doch haben sie sich gegenseitig umgebracht? Tod und fort. Die Schwestern beklagten sich übereinander. Es ist alles deine Schuld, Clara. Es ist alles deine Schuld, Mia. Dann besuchte Edward sie ein letztes Mal. Und er sprach: Ihr beide seid gefangen. In der Welt der Trennungen. Aber ich gebe euch eine Chance. Die Welt war gemein zu euch. Man nähte eure Körper zusammen, um zu beweisen, dass es geht. Sie gaben euch einen Spiegel, um euch zu vergleichen. Ich gebe euch nun nur das, was ihr schon habt. Und eine einzige kleine Chance.
den Sinn des Lebens zu verstehen. Ah, so waren die zusammen. Aber die Uhr tickt. Ihr habt Zeit, bis eine schwarze Katze verschwindet und die magische Tür des Brunnen geöffnet wird. Finn. Also Finn, mit Finn meinen die wahrscheinlich zu Ende, dass es zu Ende ist. So, da kann ich es bestimmt nochmal anhören oder anschauen. Aber ja. Dann lasst uns jetzt das mit dem, ja, Chemikalien machen. So. Dann einmal geschwind. So, also hier kommen auf jeden Fall die Beeren rein. Das weiß ich schon mal. So, dann muss ich hier mal geschwind schauen. Da kommt A18, 2PF, R15, A18, 2PF, R15, A18, 2PR. Okay, hier. Oh, zack. Dann 2PF. Und R15. So. Dann. Ich muss schön was schauen. A18, 2PF, R15. Ah. A18, 2PF, R15. A18. Oh, ja, M2PF ist hier. R15 ist hier. Gut, dann das da ist N166. War es, glaube ich, oder? Ja. So, dann können wir hier nämlich auch gleich mal Schläuche hinmachen. So, ich glaube, das ist richtig. Ja, ist es. So, dann einmal den grünen Schlauch. Nein. Den rosen Schlauch? Ja. Dann. So. Und wo kommt das da dann hin? Nein. Nein. Hier. Okay, dann einmal anzünden. Zack. Ich glaube, ich bin fertig. Super. Chemikerin Franbo. Ja. So. Ich glaube, ich bin fertig. Ja, kann ich es jetzt nehmen? Wir brennen ganz schön viel. Ja, Ah. Fran, ich habe es geschafft, den Autopiloten zu reparieren. Brauchst du Hilfe? Ich glaube, ich habe das ganz gut hinbekommen. Ich habe alles getan, was du gesagt hast. Sehr gut, Fran. Alles scheint perfekt zu funktionieren. Ja, alles sieht super aus. Was tun wir jetzt? Naja, ich wollte dich fragen, ob du Angst vor Hasen hast. In einem der Räume ist ein kleiner Hase und ich habe große Angst vor ihm. Würdest du mir helfen, ihn loszuwerden? Er hat Angst vor einem Hase. Er ist nur noch ein Skelett und hat Angst vor von Hase. Er kann ihn einfach erschrecken und der Hase läuft schon davon. Ein Hase, das kommt wohl auf den Hasen an. Bei allem, was ich gesehen habe, kann ich mir nicht nur eine Art Hase vorstellen. Ist es ein Schokohase? Oder einer mit Hörnern und böse Augen? Das musst du selbst sehen. Er hat eine rosa Nase und blaue Schuhe. Er sitzt einfach da, blinzelt nicht, bewegt sich nicht, starrt nur vor sich hin. Dann ist er doch kein Problem. Das klingt wirklich gruselig, aber ich muss ihn sehen, sonst weiß ich ja nie. Du bist sehr mutig, Liebes. Folge mir. Ich will nach Hause und jetzt müssen wir uns noch um meinen Hasen kümmern. Die Spielentwickler wollten wohl nicht, dass es so schnell das Spiel endet. Dann haben die noch einen Hasen hinzugefügt. Oh, da waren wir noch gar nicht drin. Da, siehst du, er sitzt einfach da. Ist das nicht ein komisches Verhalten? Das ist ein Kuscheltierhase oder ein Spielzeughase.
So wie ich das sehe, ist das nur ein Spielzeug. Das wird sich nicht bewegen. Würdest du bitte versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen? Ich traue mich nicht. Okay, ich nehme den Hasen und zeige dir, dass du keine Angst haben musst. Das ist ein, der hat Angst vor ein Spielzeug. Aber jetzt wird's bestimmt... Siehst du, nur ein flauschiger Hase. Nichts, vor dem man Angst haben sollte. Jetzt bewegt er sich bestimmt. Oh, du hast recht, Fran. Ich muss keine Angst haben. Oh, er verbeugt sich vor uns. Was? Geh nicht, Mr. Midnight. Das ist nicht komisch. Wieso hat er Mr. Midnight mitgenommen? Mann, warum hast du Edward erschreckt? Naja, du bist sehr süß. Oder hat, war das eine Falle? Mr. Midnight, sag etwas, bitte. Nehmt mir meine Katze nicht schon wieder weg. Öffne die Tür. Sein... Sag mal, ich... Der sperrt... Der hat uns reingelegt, der sperrt uns eiskalt hier ein. Ich glaube, wir werden nie wieder nach Hause kommen. Ich glaube, das ist ein Schraubenschlüssel, könnte nützlich sein. Alter, der... Ich hasse ihn. Ich fand ihn zuerst ziemlich nett, aber dann... Sperrt uns hier ein. Hm, hallo, bist du Edwards anderer Kopf? Ja, der Kopf wird zwischendurch mal immer sein... er wechselt zwischendurch immer mal seinen Kopf. Ist ganz normal. Mach ich auch immer. Sieht so aus, als bräuchte die Maschine Energie, um aufzuwachen. Damit können wir es bestimmt nicht aufmachen, oder? Ah, doch. Muttern und Schrauben. Ich weiß nie, was ist. Zack, zack. Also. Okay. Ich muss draufbleiben, glaube ich. Mutter und Schrauben. Ich weiß nie, was ist. Ja. Das ist eine Mutter. Leider nicht unsere Mutter. So muss ich. Mann. So. Gut, wir haben es geöffnet. Oh, ein Lüfter. Oh, es ging auf. Sieht aus wie ein Ventilator. Kabel, die miteinander verbunden sind. Kann ich das vielleicht irgendwie abhacken? Nein, das klappt nicht. Sieht aus wie ein Ventilator. Hier fehlt etwas. Eine Batterie oder so. Eine Battery haben wir aber leider nicht. Aber ja, Feuerzeug, Schraubenschlüssel hilft nichts. Das können wir bestimmt auch nicht öffnen, auch nicht mit dem Schraubenschlüssel. Okay, sieht so aus, als bräuchte die Maschine Energie, um aufzuwachen. Ja. Schläft nämlich gerade. Oh, da geht's nach oben. Das ist mir. Wow, ein mechanischer Arm, lebst du? Ja, er lebt bestimmt. Ich glaube, er drückt gerne Knöpfe. Was haben wir? Ah, es geht nicht. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ja, hier ist wieder ein Leuchten rot. Eine Leuchten rot. Zwei. Das. Das verstehe ich irgendwie nicht. Zwei und dann, was ist das? Das ist, glaube ich, das. Das ist das eternische. Das ist die eternische Zahl für zwei. Zwei das. Oder das. Ich. Ja, egal. Da haben wir eine 5. Da haben wir eine 4. 5. Schenk. Schenk. Okay. Ich schenke selber. Da haben wir eine 3. Da haben wir eine 4. Grad. 4 Grad haben wir es. Okay, wir haben es 4 Grad. So, da haben wir eine 3. Tri. Ah, das ist... So schreibt man die eternische Zahl wahrscheinlich als mit Buchstaben. Oh. Hm, eine leckere Möhre. So, können wir den Hasen füttern. Das suche ich sicher nicht. Ein Bleistift, den brauche ich nicht. Weiter mehr. Edward hat ein Papierschiff gebastelt. Die Birnen wissen nicht, ob sie an- oder ausbleiben sollen. Ja, können sich nicht entscheiden. Die können sich nicht entscheiden, was passiert, wenn wir hier draufklicken. Oh. Was gibst du mir denn, mechanisches Arm? Ja, ich habe eine Batterie gefunden. Aha, sehr schön. Die können wir dann gleich mal hier reintun. Zack. Bitte sehr, Batterie. Eingesetzt und ja, es klappt. Und der Ventilator dreht sich. So, okay. Was, wenn wir da nochmal drauf drücken, passiert dann nochmal was anderes? Nein, dann passiert nichts mehr. Aber wir können den nicht irgendwie bringen, da drauf zu drücken, damit wir da hochkommen. Durch den Knopf hat der Boden sich gehoben, wie eine Art Aufzug. Hm. Okay, ja. Das... Da rauskommen wir nicht. Hallo, lass mich raus. Du böses Etwas. Mr. Midnight, sag etwas. Bitte nimm mir mein Kätzchen nicht schon wieder weg. Okay, was ist, wenn wir die Pillen nehmen?
Ja. Okay. Oh, ein mechanischer Hasen. Nicht sehr süß. Vielleicht ist der Hase wütend oder hungrig oder beides. Ah. Oh, ein mechanischer Hase, nicht so süß. Was passiert, wenn wir jetzt auf den Knopf drücken? Okay, können wir noch ein... Ah ja, dann müssen wir irgendwas machen, wenn der abgelenkt ist wahrscheinlich. Wir den Knopf drücken. Oder ihn abstellen. Vielleicht ist der Hase wütend oder hungrig. Vielleicht ist der Hase wütend oder hungrig. Okay, ah, der hat sich auch irgendwie verändert. Mann, warum hast du Edward erschreckt? Naja, du bist ja süß. Okay, yes. Da haben wir jetzt wieder eine Möhre. Was, hier hat sich was verändert. 8 Otten. Otten. Okay. Die haben sich alle verändert. Enwe. Was hat sich hier verändert? See. Se. Se. Da haben wir noch eine Karte. Otten. Schon wieder Otten. Hm, hallo, bist du Edward? Ein anderer Kopf, okay. Da ist ein Auge. Da ist auch ein Auge. Da ist auch ein Auge. Ah, überall, wo die Dinger sind, sind ein Auge. Sind Augen. Aber wofür müssen wir den ablenken? Was können wir da machen dann, wenn wir den abgelenkt haben? Ah, an das Teil kommen. Errungenschaft freigeschaltet. Feeding the Robot Rabbit. Schenk. Schenk. Okay, Schenk. Ja, Schenk. Ich habe kein... Habe ich irgendwo Stift? Dann schreibe ich mir mal die ganzen Zahlen auf. Ich muss mal meinen Block an den Mikrofon vorbeikriegen. Okay. Dann einmal eine... So, hier haben wir eine... 9 in der bösen Welt. Eine... Huch. Eine 9. Und Enwe. Enwe. Und dieses Zeichen. So. 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 Oh Mann, ich habe irgendwie keinen Bock, alles aufzuschreiben. Oh, ne. Nein, ich schreibe mir nicht alles auf. Können wir noch eine Karotte mitnehmen? Ja. Ich bin zu faul dafür, um alles aufzuschreiben. So, jetzt leuchtet das da grün. Ah! Können wir jetzt? Aha! Hahaha! Dann können wir die Pille... Okay, erstmal schaue ich mich so, wenn ich mich so umschauen. Das habe ich in Filmen gesehen. Der Dieb weiß immer, was zu tun ist. Oh Mann. Da müssen wir hier auch noch ein... Hm, abgeschlossen. Wir müssen da irgendein Ding lösen. Wird ja sicher toll. Das habe ich immer im Film gesehen. Hm, abgeschlossen. Okay. Das kommt immer automatisch. Die andere Welt. Aber... Ja, ich nehme die Pillen nochmal. So, kann ich mit ihnen reden? Seid ihr? Oh, guck nicht so traurig. Was? Zur Hölle? Mami, Papi, wer hat euch das angetan? Ah, das sind unsere Eltern. Warum seid ihr hier? Bitte sagt es mir. Mami, Papi, wer hat euch das angetan? Oh, die arme Fran. Tut mir voll leid. Wird sicher auch ein super Rätsel. Das hat bestimmt auch was mit damit zu tun, der Rätsel. Ein Tee kann Wasserwerfer. Das ist eine schreckliche... Okay. Ha, hier haben wir noch ein bisschen Wasser. Ein Eimer ist schon... Der Eimer ist schon voller Wasser. Okay. Wo könnten wir den Wasser hinwerfen müssen? Ah, wahrscheinlich da drin.
Oder so. Ein Wassersymbol. Ich glaube, es ist mit etwas verbunden. Okay, ein Wassersymbol. Können wir da vielleicht Wasser reinschütten? Manchmal klappen Dinge einfach nicht. Ja, funktioniert nicht so gut. Ja, wir nehmen eine kurze Dusche. Ja, ich habe keine Ahnung, aber ich würde sagen, ich beende hier erst einmal die Folge. Manchmal macht man hier mit dem Wind Musik. Ja, bestimmt. Ja, ich würde sagen... Hallo, niemand da, niemand drin? Hallo, niemand drin? Okay. Ja. Das sind nur normale Flaggen. Okay, ja. Da haben wir noch was. Ein großer metallischer Wirbel. Wie in Eterstar. Ja, genau wie in Eterstar. Ja, aber ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen, über einen Kommentar und natürlich ein Abo. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Panther. Dann ciao.